Er liegt uneinholbar vorn. Auf den Philippinen genügt eine einfache Mehrheit, um Präsident zu werden. Und die hat Rodrigo Duterte schon längst erreicht, auch wenn noch nicht alle Stimmen ausgezählt sind. Duterte, ein Populist und Mann der scharfen Worte, hat vor der Wahl viele Versprechen gemacht. Innerhalb eines halben Jahres will er Korruption und Kriminalität besiegen. Notfalls würde er dafür auch so wörtlich Verbrecher umbringen. Der 71-Jährige hat außerdem gedroht, das Kriegsrecht zu verhängen, sollte das Parlament ihm nicht folgen. Die markigen Sprüche haben ihm den Beinamen Donald Trump aus Fernost eingebracht. Der neue starke Mann an der Spitze, die Philippiner schwanken zwischen Respekt und Skepsis. Er wird seine Versprechen einhalten. Im kommenden halben Jahr kann sich wirklich etwas verändern, gerade was Drogen und Kriminalität angeht. Wir sollten erst mal abwarten. Duterte hat viel versprochen. Noch ist nicht klar, was er wirklich kann, ob er die Philippinen nach vorn bringen wird. Erste Demonstrationen gegen Duterte schon am Wahltag. Sein Sieg sei eine Gefahr für die Demokratie. Die Gegner des Hardliners sehen die Philippinen zurück auf dem Weg in eine Diktatur. Nach der Wahl hat der ehemalige Bürgermeister einer Millionenstadt gesagt, er nehme das Amt mit äußerster Demut an. Versöhnliche Töne nach den Provokationen aus dem Wahlkampf. Duterte will die Philippinen nicht spalten, sondern der Präsident aller Philippiner sein.